In diesen ersten neun Versen in Daniel 5, da betreten ein paar Personen die Bildfläche, von denen wir davor noch gar nicht so viel gehört haben und auch nicht viel wissen. Da ist dieser König Belsazar. Wir wissen aus der Bibel nicht viel über ihn. Wir wissen auch nicht, wie viel Zeit seit Daniel Kapitel 4 vergangen ist. Er wird als Sohn von Nebukadnezar, von dem wir in den ersten vier Kapiteln gehört haben, bezeichnet. Aber die historischen Quellen außerhalb der Bibel geben uns eigentlich keinen Hinweis darauf, dass er wirklich der direkte Nachkomme von Nebukadnezar war. Es gab in der Forschung, auch in der historischen Forschung, eine lange Suche nach diesem Namen Belsazar. Man nimmt heute an, dass er der Co-Regent des letzten Königs von Babylon war, bevor dieses Großreich zerfallen und an die Meder und Perser gefallen ist. Und das ist auch die Situation, in der Belsazar dieses Gastmahl veranstaltet. Für die 1000 mächtigsten Bürger seines Reiches, die einflussreichsten Menschen, seine Frauen und Nebenfrauen kommen auch noch dazu. Warum er dieses Mahl feiert, das wird uns auch nicht gesagt. Wir wissen nur, dass es offenbar stattfand in einer der letzten Tage des babylonischen Reiches, dieses Königreiches, bevor es untergegangen ist. Und Belsazar feiert mit den ganzen anwesenden Personen ein rauschendes Fest, so wie wir es gehört haben. Im Raum verteilte sich der Geruch von gutem Essen und es wurde nicht nur fleißig Essbares aufgetischt, sondern auch alkoholische Getränke. Wein nicht zu knapp, es heißt im Text, Belsazar soff sich voll mit den Menschen um ihn herum. Und wie das manchmal so ist, wenn man zu viel getrunken hat, man kommt nicht immer auf die allerbesten Ideen. Das war auch bei Belsazar so. Er befahl seinen Dienern: Ihr wisst doch, wir haben, als wir das Volk Juda erobert haben, haben wir aus dem Tempel wunderschöne Gefäße mit rübergebracht, aus dem Tempel ihres Gottes, des Gottes Israels. Holt diese Tempelgefäße her und dann trinken wir daraus. Das ist feierliches, schönes Geschirr, das wir hier verwenden. Und die Diener kommen zurück mit diesen Gefäßen, die im Tempel in Jerusalem für den Gottesdienst verwendet wurden. Wir wissen nicht genau, was sie dort für eine Funktion hatten, aber es waren auf jeden Fall Gefäße, Trinkgefäße, die man für diesen heiligen Kult im Jerusalemer Tempel benutzt hat. Und Belsazar lässt Wein einfüllen und trinkt mit den Personen, die versammelt sind, aus diesen Bechern und Trinkgefäßen. Jetzt stellen wir uns vielleicht die Frage, okay, was ist denn so schlimm daran? Was ist denn so schlimm daran, dass die das aus dem Tempel rausgeholt haben und jetzt hier für dieses Fest benutzen? Nun, es werden drei Aspekte deutlich, die uns zeigen, warum das keine Lappalie war, sondern große Schuld, die Belsazar hier vor Gott auf sich geladen hat. Zunächst mal durch diese Aktion wird seine Arroganz, seine Selbstsicherheit deutlich. In seiner Stellung als König, dass er der Meinung ist, mir kann niemand etwas anhaben, auch dieser Gott Israels nicht. Er hat offenbar nicht befürchtet, dass dieser Gott sich dagegen irgendwie wehrt, dass seine Gefäße für seinen Gottesdienst aus dem heiligen Kontext in einen sehr stark weltlichen und, wenn man so will, unheiligen Kontext geführt werden. Und da wird seine Arroganz deutlich, weil er sagt, ich rechne nicht damit, ich gehe nicht davon aus, dass dieser Gott mir irgendetwas anhaben kann. Stolz. Das war auch schon das Thema bei Nebukadnezar in Kapitel 4. Wenn ihr die Predigt letzte Woche mitverfolgt habt, dann könnt ihr euch vielleicht noch daran erinnern, an das, was der Samuel dazu gesagt hat. Was dann noch deutlich wird, sie trinken ja nicht nur Wein, wie es der Text sagt, aus diesen Gefäßen, sondern sie loben die Götterstatuen, die ringsum aufgestellt sind. Von heidnischen Gottheiten aus dem babylonischen Reich, Götterstatuen, die Menschen angefertigt haben aus verschiedenen Materialien.
In Kapitel 3 bei der Geschichte mit den drei Freunden im Feuerofen, da haben wir sehr stark über dieses Thema des Götzendienstes gesprochen. Was heute im übertragenen Sinne goldene Statuen sind, vor denen Menschen niederfallen. Wir haben verschiedene Themen aufgezählt, die heute so wichtig werden und so wichtig sind im Leben von Menschen, dass sie Gott von der Position verdrängen, die er eigentlich in unserem Leben einnehmen will. Das sind Themen wie Glück, wie Wohlergehen, Harmonie, Sicherheit, Reichtum, Ehre, Karriere, Einfluss, Macht und Geld. Das ist der zweite Aspekt. Und der dritte, das ist die Gotteslästerung. Dadurch, dass er diese heiligen Gegenstände in diesen weltlichen Kontext bringt, raubt er Gott ein Stück weit seine Ehre und lästert ihn. Es sind drei Aspekte, Arroganz und Stolz, Götzendienst und Gotteslästerung, die sich auch in den ersten vier Kapiteln, das habe ich angedeutet, immer wieder zeigen. Die sich in der ganzen Bibel immer wieder zeigen. Die sich in der Geschichte der Welt und vielleicht auch unseres Lebens immer wieder zeigen. Wenn man so will, im Bild gesprochen, sind das vielbefahrene Straßen, auf denen Menschen unterwegs sind. Vielbefahrene Straßen, das kennen wir gut. Jetzt unter den ganzen Corona-Einschränkungen war das nicht mehr so das große Problem. Aber bevor das alles angefangen hatte, erinnere ich mich noch gut, wenn ich unterwegs war von Karlsruhe Richtung Stuttgart oder in die Gegenrichtung, da war die A8 schon sehr oft ein Problem. Eine Autobahn, die für viel Frust, viel Ärger und deutlich längere Fahrzeiten gesorgt hat. Du konntest eigentlich fahren, wann du wolltest, irgendwo standest du immer im Stau. Aber als dann die ganzen intensiven Corona-Einschränkungen angefangen haben, war es super. Du konntest uneingeschränkt über die Autobahn brettern. Weit und breit irgendwie kein Auto in Sicht. So langsam kommen wir wieder zurück in die Situation, dass wir ein Gefühl dafür neu wieder bekommen, wie es ist, auf vielbefahrenen Straßen unterwegs zu sein. Straßen zu wählen, wo viele, viele Menschen Tag für Tag unterwegs sind und wo man auch ganz gern mal im Stau steht. Diese drei Aspekte sind, glaube ich, auch heute viel befahrene Straßen. Arroganz, Stolz, Selbstsicherheit. Menschen, die das Gefühl haben, sie sind über alles und jeden erhaben. Ich habe mein Leben selbst unter Kontrolle. All mein Erfolg habe ich mir selbst zuzuschreiben und habe ich mir selbst erarbeitet. Und ich lasse mir doch von niemandem vorschreiben, auch von einem Gott nicht vorschreiben, wie ich mein Leben gestalten will und was ich im Leben erreichen will. Götzendienst, wie gesagt, da haben wir schon verschiedene Themen aufgezählt, was heute für viele wichtiger ist, als Gott und seinem Willen nachzufolgen. Ich möchte aber kurz noch etwas ausführlicher auf diesen dritten Aspekt eingehen, Gotteslästerung. Da stellen wir uns häufig vor, das ist dann der Fall, wenn ich etwas Abfälliges über eine bestimmte Gottheit sage. Das ist definitiv auch der Fall, aber dieser Begriff von der Wortbedeutung an sich ist noch viel weiter als dieser eine Aspekt davon. Gotteslästerung ist jede Aktion, die Gott die Ehre raubt. Es ist jede Aktion, wo ich mit seiner Schöpfung in einer Art und Weise umgehe, wie es seinem Willen entgegensteht. Gotteslästerung kann sein, wenn du einen anderen Menschen verletzt mit Worten, wenn du ihn belügst, betrügst, hintergehst, wenn du ihn niedermachst, verbal oder auch mit Gewalt agierst, mit körperlicher Gewalt. Denn jeder Mensch, dem du begegnest, ist ein Ebenbild Gottes, den Gott unbegreiflich liebt und es raubt ihm die Ehre und es schmerzt ihn. Es ist ein Angriff gegen ihn selbst, wenn seine Menschen angegriffen werden. Eine andere Form dieses Prinzips kann auch sein, wenn du einen Lebensstil führst, der dir offensichtlich selbst schadet. Im Neuen Testament heißt es einmal, dass dein Körper der Tempel des Heiligen Geistes ist. Der Ort, wenn du an Jesus glaubst, wo Gott seinen Heiligen Geist in dich platziert. Wenn du nun irgendetwas tust, was
diesem Körper offensichtlich schadet, dann raubt das Gott die Ehre, dann geht es gegen ihn selbst. Wenn wir einen Lebensstil führen, der der Umwelt, seiner Schöpfung offensichtlich schadet, wo Gott den Auftrag gegeben hat, ihr sollt die Erde bebauen und bewahren. Und ein viertes und letztes möchte ich noch als Beispiel ansprechen. Ich habe immer wieder den Eindruck, dass Menschen heute Gott dadurch die Ehre rauben, dass sie in einer auch überheblichen Weise mit Gottes Wort, mit der Bibel umgehen. Wo sie deutlich machen, dass sie glauben, über diesem Wort Gottes zu stehen. Und für sich feststellen zu können und festlegen zu können, was ist aus diesem Wort heute noch gültig? Was kann ich für mein Leben übernehmen? Und was kann man getrost beiseite schieben? Das ist alter Stoff aus längst vergangenen Zeiten, der heute keine Gültigkeit mehr hat. Und das ist ein Umgang, den sogar Christen und Theologen mit der Bibel heute haben. Aber wir tun gut daran, uns klarzumachen, wir stehen nicht auf der Schrift. Wir sind nicht in der Position, dass wir beurteilen könnten, was wir daraus als Wort Gottes annehmen und was nicht. Wir stehen unter dieser Schrift, die nicht nur die Autorität ist für alles, was in Kirchen passiert, für alles, was in Gemeinden passiert, sondern auch für alles eine Orientierung und Autorität sein will, was in deinem und meinem alltäglichen Leben passiert. Ich will dich fragen, wo bist du in deinem Leben gerade auf vielbefahrenen Straßen unterwegs, die aber nicht gut sind? Themen, wie wir sie hier sehen, Arroganz, Stolz, Selbstsicherheit, Götzendienst, Gotteslästerung. Wo bist du auf diesen Straßen unterwegs? Die Geschichte bei Belsazar geht weiter, er bewegt sich weiter auf diesen Straßen, lässt sich nicht beirren und auf einmal, so haben wir es gehört, in den ersten 9 Versen, stellt er eine wundersame Erscheinung fest, die er fast nicht glauben kann. Er trinkt aus diesen heiligen Gefäßen seinen Wein weiterhin und auf einmal sieht er, wie er an der Wand, an der gegenüberliegenden Seite des Raumes, eine Hand erscheint. Eine Hand wie von einem Menschen, aber er denkt sich, das kann doch eigentlich gar nicht sein, da steht niemand. Wo kommt diese Hand her? Und diese Hand schreibt eine Inschrift an diese Wand, die er nicht lesen, die er nicht deuten kann. Und sofort tut er das, was Nebukadnezar in den Kapiteln 2 und 4 auch schon getan hat. Er lässt die Gelehrten, die Weisen, die Astrologen des Landes hereinkommen. Kommt rein, schaut euch diese Schrift an und sagt mir, was sie bedeutet. Und wer das tun kann, der soll in Purpur, eine königliche Farbe, gekleidet werden. Der soll eine Goldkette um den Hals tragen und der soll der dritte Mann im Staat sein. Der kommt direkt nach dem König und seinem Co-Regenten Belsazar. Und die Gelehrten und Weisen, sie schauen sich diese Inschrift an, sie sehen sie auch, das beweist, dass Belsazar unter dem Alkoholeinfluss nicht halluziniert hat, sondern dass diese Schrift wirklich da war. Und auch sie können sie nicht lesen. Und sie geraten in große Furcht, ihnen schlottern die Knie, sie werden kreidebleich im Gesicht. Sie bekommen es mit der Angst zu tun. Und dann erscheint eine Frau auf der Bildfläche, über die wir auch nicht viel wissen, wo wir auch nicht viel sagen können, wer genau diese Person ist. Sie wird im Text später als Königinmutter bezeichnet. Sie tritt auf den Plan und sie erinnert Belsazar daran, dass es zu Zeiten von Nebukadnezar einen Mann gab, der ihm seine Träume und Visionen deuten konnte, der voller Einsicht und Verstand und Weisheit war, wie wenn in ihm der Geist der Götter wohnt. Und sie sagt zu Belsazar, lass diese Person holen. Das ist Daniel, der aus dem Volk Juda hier ins Exil geführt wurde. Lass ihn herholen und der kann dir bestimmt die Bedeutung dieser Schrift deuten. Und Belsazar zögert nicht. Er lässt Daniel sofort holen und Daniel wird vor den König gestellt. Nebukadnezar ist mit Daniel noch sehr höflich und wertschätzend umgegangen in Kapitel 4.
Es sagt Daniel, ich bin mir sicher, ich weiß, dass du Weisheit hast in einem außergewöhnlichen Maße und ich weiß, dass du meine Träume und Visionen deuten kannst. Belsazar geht mit einer ganz anderen Haltung an Daniel heran. Der erinnert ihn nochmal dran, Daniel, du bist doch der Gefangene, den wir aus Juda weggeführt haben. Nur mal, dass die Rollen nochmal klar sind. Ich, König, du, Gefangener. Du bist mir unterstellt, du hast nach meiner Pfeife zu tanzen. Und ich habe von dir gehört, man erzählt es so, ich bin davon absolut noch nicht überzeugt, aber ich habe von Hörensagen gehört, dass du Träume und Visionen deuten kannst. Wenn du diese Inschrift lesen kannst, dann sollst du die Belohnung bekommen, die ich meinen Gelehrten schon versprochen habe. Gekleidet in Purpur, goldene Kette, der dritte Mann im Staat. Und Daniel beginnt, dem König eine Antwort zu geben. Und das hören wir uns jetzt nochmal im Wortlaut an. Der Stefan liest uns Daniel 5, die Verse 17 bis 30. Da fing Daniel an und sprach vor dem König: Behalte deine Gaben und gib dein Geschenk einem anderen. Ich will dennoch die Schrift dem König lesen und kundtun, was sie bedeutet. Mein König, Gott der Höchste hat deinem Vater Nebukadnezar Königreich, Macht, Ehre und Herrlichkeit gegeben. Und um solcher Macht willen, die ihm gegeben war, fürchteten und scheuten sich vor ihm alle Völker und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen. Er tötete, wen er wollte. Er ließ leben, wen er wollte. Er erhöhte, wen er wollte. Er demütigte, wen er wollte. Als sich aber sein Herz erhob und er stolz und hochmütig wurde, da wurde er vom königlichen Thron gestoßen und verlor seine Ehre und wurde verstoßen aus der Gemeinschaft der Menschen und sein Herz wurde gleich dem der Tiere und er musste bei dem Wild hausen und Gras fressen wie die Rinder und sein Leib lag unter dem Tau des Himmels und wurde nass, bis er lernte, dass Gott der höchste Gewalt hat über die Königreiche der Menschen und sie gibt, wem er will. Aber du, Belsazar, sein Sohn, hast dein Herz nicht gedemütigt, obwohl du das alles wusstest, sondern hast dich gegen den Herrn des Himmels erhoben und die Gefäße seines Hauses hat man vor dich bringen müssen und du, deine Mächtigen, deine Frauen und deine Nebenfrauen, ihr habt daraus getrunken. Dazu hast du die silbernen, goldenen, ehernen, eisernen, hölzernen, steinernen Götter gelobt, die weder sehen noch hören noch fühlen können. Den Gott aber, der deinen Odem und alle deine Wege in seiner Hand hat, hast du nicht verehrt. Darum wurde von ihm diese Hand gesandt und diese Schrift geschrieben. So aber lautet die Schrift, die dort geschrieben steht: Mene, Mene, Tekel, U, Parsin. Und sie bedeutet dies: Mene, das ist, Gott hat dein Königtum gezählt und beendet. Tekel, das ist, man hat dich auf der Waage gewogen und zu leicht befunden. Peres, das ist, dein Reich ist zerteilt und den Medern und Persern gegeben. Da befahl Belsazar, dass man Daniel mit Purpur kleiden sollte und ihm eine goldene Kette um den Hals geben. Und er ließ von ihm verkünden, dass er der Dritte im Königreich sei. Aber in derselben Nacht wurde Belsazar, der König der Chaldäer, getötet. Das ist die Geschichte, wie sie endet bei Belsazar. Sie nimmt kein gutes Ende. Aber zwei wertvolle Gedanken für uns möchte ich dir daran noch aufzeigen. Daniel erinnert Belsazar an die Geschichte von Nebukadnezar, an das, was Nebukadnezar getan hat und mit Gott erlebt hat, wie Gott in seinem Leben gehandelt hat. Nebukadnezar war auch auf schlechten, auf vielbefahrenen Straßen unterwegs. Gott ist ihm in den Weg getreten und hat ihn vom Thron gestoßen. Und Nebukadnezar hat seine Herrschaft erst wieder zurückbekommen, als er umgekehrt ist, als es sich Gott wieder neu zugewandt hat und erkannt hat, dass er diesem Gott untersteht. Das hat Nebukadnezar gemacht. Und Daniel sagt zu Belsazar:
König, das wäre ein wertvolles Navigationssystem für dich gewesen in deiner jetzigen Situation. Du bist stolz gewesen vor Gott und du bist in diesem Stolz verharrt, genauso wie in deinem Götzendienst und deiner Gotteslästerung. Aber du hättest es doch wissen können. Du hast die Geschichten gehabt von Nebukadnezar. Du hast gewusst, was Gott in seinem Leben getan hat. Und trotzdem hast du diese Stimmen missachtet, die du von diesem Navigationssystem hättest bekommen können. Der Schuss kann nach hinten losgehen, wenn man meint, nicht auf die Anweisungen eines Navigationssystems hören zu müssen. Das habe ich mal erlebt, als ich mit meinen Eltern vom Urlaub, vom Sommerurlaub heimgefahren bin. Wir waren auf der Autobahn, hatten noch viele Kilometer vor uns und auf einmal sagt uns das Navigationssystem, wir sollen an der nächsten Autobahnausfahrt abfahren. Wir haben gedacht im Auto, die Software spinnt, das peilt irgendwie nicht, wir müssen doch noch viel, viel länger auf der Autobahn bleiben, das ist viel zu früh, um hier schon abzufahren. Und natürlich sind wir auf der Autobahn geblieben. Und es ging weiter, aber nur noch ein paar Kilometer. Dann Stau. Stau, der irgendwie kein Ende nahm und in dem auch nichts vorwärts ging. Du konntest keinen Millimeter dich bewegen mit dem Auto. Völliger Stillstand. Da sind andere Personen schon aus ihren Autos raus auf die Fahrbahn, haben sich Proviant, Essen und Trinken aus dem Kofferraum geholt, weil gerade eh nichts vorwärts ging. Es war brütend heiß und sind die Schweißtropfen nur so runtergelaufen. Erst nach 3 Stunden kamen wir aus diesem Stau raus. Es wäre gut gewesen, auf dieses Navigationssystem zu hören, auch wenn es für uns keinen Sinn macht, und da abzufahren. Uns wären 3 sehr, sehr heiße Stunden in Sommerhitze erspart geblieben. Wie gesagt, der Schuss kann nach hinten losgehen, wenn man Navigationssysteme missachtet. Und das ist nicht nur beim Autofahren so, das ist auch in unserem Leben so. Denn Gott gibt uns verschiedene Navigationssysteme für unser Leben in die Hand, die wir beachten sollen. Das Wichtigste davon habe ich vorhin schon angesprochen, die Bibel, sein Wort. Das ist das wichtigste Navigationssystem für dein und für mein Leben. Und wir tun gut daran, da regelmäßig zu lesen und uns Richtung geben zu lassen für unseren Alltag. Und vielleicht schaust du heute zu und hast noch gar keinen so wirklichen Bezug zum christlichen Glauben, hast auch noch nicht so wirklich Bibel gelesen. Ich lege es dir sehr ans Herz. Fang im Neuen Testament bei den Evangelien an. Sie berichten von Jesus, zum Beispiel das Lukas-Evangelium. Und ich bin überzeugt, wenn du das regelmäßig liest, dann wird Gott zu dir persönlich sprechen in dein Leben hinein. Das ist etwas ganz Wichtiges, auch für euch, die ihr schon lange mit diesem Gott lebt und unterwegs seid, das regelmäßig zu tun und hier Navigation fürs Leben zu bekommen. Ein zweites Navigationssystem ist mir auch noch ganz wichtig, aber das beruht auf dieser Grundlage der Bibel. Tausch dich mit anderen Christen aus über das, was Gott in deren Leben getan hat. Gerade auch Christen, die dir vielleicht Lebens- und Glaubenserfahrung schon voraus haben. Frag sie, was hast du mit Gott erlebt? Vielleicht auch in einer ganz bestimmten Situation, in der du steckst. Hast du schon mal Ähnliches erlebt? Wie bist du damit umgegangen? Was hat dir geholfen? Was hat Gott dich auch lernen lassen in dieser Situation? Und nutzt auch die Chance, wo wir uns jetzt noch nicht in großen Gruppen treffen können oder zumindest nur unter gewissen Hygienemaßnahmen, euch zumindest in kleinen Gruppen privat zu treffen. Zum Beispiel zu zweit, zu einer Gebetspatenschaft, zu einer Zweierschaft, wo ihr euch regelmäßig austauscht, wo ihr gemeinsam Bibel lest und versucht, diese Navigation auf euch anzuwenden. Und wo ihr miteinander und füreinander betet und euch helft, auf guten Wegen, guten Straßen durchs Leben zu kommen. Hast du solche Navigationssysteme in deinem Leben? Verwendest du sie? Welche Schritte könntest du dafür, um das wahrzunehmen, in den nächsten Tagen gehen? Und dann noch ein letzter und abschließender Gedanke. Daniel spricht zu Belsazar und er deutet ihm die Schrift an der Wand. Mene, Mene, Tekel, Parsin steht da.
Und er erklärt Wort für Wort die Bedeutung. Mene, deine Tage als König sind gezählt. Gott hat dir und deiner Herrschaft ein Ende bereitet. Tekel, du wurdest vor Gott auf einer Waage gewogen und für zu leicht befunden. Du hast keinen Bestand vor ihm. Und Parsin, dein Reich wird zerteilt, wird zerfallen und an die Meder und Perser gegeben. Deine Tage sind gezählt, weil du nicht auf diese Navigationssysteme gehört hast und weil du nicht umgekehrt bist, wo die Anweisung doch klar war, bitte wenden, verharre nicht in deiner Schuld, in deinem Stolz, in deinem Götzendienst, in deiner Gotteslästerung, sondern erkenn an, dass du diesem Gott unterstehst und dass er dein König ist. Bitte wenden, das war der Zuruf an Belsazar, den er nicht gehört hat, womit er dann in der Folge das Auto seines Lebens an die Wand gefahren hat. Ich glaube, was wir daraus lernen können, ist, dass Umkehr für uns in unserem Leben ganz wichtig ist. Was meine ich damit? Wenn die Bibel von Umkehr redet, dann verwendet sie häufig in alten Bibelübersetzungen dieses alte Wort Buße, das nichts anderes meint als ein völliges Umdenken und das Ausrichten des Lebens an neuen Maßstäben und Sichtweisen. Es bedeutet, wenn ich bisher ohne Gott, ohne diesen Jesus, der für mich gestorben und auferstanden ist, gelebt habe, dass ich mich von diesem Leben abkehre, ihm zuwende und mich von ihm leiten lasse, seinen Willen tue in meinem Leben und auf ihn vertraue in jeder Situation. Das Neue Testament zeigt uns sehr klar, dass diese Wende, diese Umkehr für uns lebensnotwendig ist. Wer sie tut, für den beginnt ein Leben in der Gemeinschaft mit Gott. Wir bekommen Vergebung unserer Schuld und haben die Hoffnung auf ein ewiges Leben, das mit dem Tod nicht endet, sondern weitergeht in einer Welt, in der es kein Leid und keinen Tod mehr geben wird. Wenn wir diese Wende aber nicht vollziehen, stellt uns die Bibel ein Leben in ewiger Trennung von Gott in Aussicht, nach unserem Tod. Ein Ort, der mit viel Schmerz assoziiert wird, den die Bibel Hölle nennt. Diese erste generelle Wende zu Jesus hin, sie ist lebenswichtig. Aber damit ist es nicht getan. Luther spricht davon, dass das Leben eines Christen aus täglicher Buße, täglicher Umkehr besteht. Immer wieder zu prüfen, bin ich noch auf dem richtigen Weg, folge ich noch Jesus nach oder drifte ich langsam ab auf zwar viel befahrene, aber schlechte Straßen, die mich weit weg vom Ziel führen. Und dass wir dann immer wieder neu uns dafür entscheiden, ich will mich davon abwenden und Jesus folgen. Ich möchte dich fragen, wo ist es für dich dran, umzukehren? Folgst du Jesus in deinem Leben, seinem Willen? Vertraust du auf ihn? Oder stellst du fest, dass du entweder noch nie bei ihm warst, noch nie mit ihm gelebt hast oder in letzter Zeit immer weiter weg von ihm gedriftet bist und das Ziel aus den Augen verloren hast? Wo ist es für dich dran, eine Kurskorrektur vorzunehmen? Wenn möglich, bitte wenden. Mit diesem Satz sind wir eingestiegen. Ein wichtiger Satz in einigen Situationen für Autofahrer, aber es kann auch ein wichtiger Satz in deinem und meinem Leben sein. Denn wenn wir nicht umkehren zu Jesus, fahren wir das Auto unseres Lebens früher oder später gegen die Wand. Wenn wir aber und wenn du den Mut hast, zu erkennen, dass du auf vielbefahrenen, aber falschen Wegen bist. Wenn du den Mut hast, auf die Navigationssysteme zu hören, die Jesus dir in die Hand gibt. Wenn du den Mut hast, umzukehren, zu wenden und dich von Jesus leiten zu lassen, dann wird dein Lebensweg nicht immer einfach sein. Es wird Schlaglöcher auf dem Weg geben. Es werden schwierige Witterungsverhältnisse auftreten. Aber Gott wird dich ans Ziel bringen. Ein Ziel, das schöner ist als alles, was du bisher erlebt hast. Es wird der Start in ein Leben sein,
in der Gemeinschaft mit dem Gott, der dich geschaffen hat und dich über alles liebt. Amen. Ich bete mit uns. Jesus, danke für dein Wort. Danke für deine große Liebe zu uns. Dass du uns nicht einfach laufen lässt, wenn wir auf falschen Wegen sind. Wenn wir auf Wegen sind, die uns und anderen Menschen um uns herum schaden. Danke, dass du uns Navigationssysteme gibst mit deinem Wort und in der Gemeinschaft mit anderen Menschen. Und uns dadurch zurufst, kehr um. Kehr um zu mir und folge mir nach hier. Jesus, und wir wollen dir sagen, wir wollen dir folgen. Wir wollen deinen Willen tun. Wir wollen auf dich vertrauen in jeder Situation unseres Lebens. Hilf uns zu erkennen, wo wir auf falschen Wegen sind. Wo wir vielleicht in letzter Zeit ein bisschen abgedriftet sind von dir. Hilf uns, das zu erkennen und hilf uns, eine Kurskorrektur vorzunehmen, da wo sie nötig ist. Und für diejenigen, Jesus, die heute vielleicht zum ersten Mal darüber nachdenken, mit dir ein Leben anzufangen, schenk, dass sie den Mut haben, diese Entscheidung zu treffen, eine Wende zu vollziehen und dir nachzufolgen. Danke, dass wir bei dir in den allerbesten Händen sind und wenn wir dir folgen, dass du uns an dein gutes Ziel bringen wirst. Hab Dank dafür. Amen.